Hey Marcel, was machst du gerade? Nix. Wir fahren am Wochenende auf die WOC nach Polen und ich bereite hier gerade so ein paar Knallstöcke vor, die wir ausstellen wollen. Wir sind alle schon pitchenass. Wir waren, glaube ich, alle noch nicht da. Und ja, wir werden Filex-Produkte anbieten, den Leuten Filex mal näher bringen. Was ist überhaupt Filex? Was können die? Was können sie nicht? Und weil das wird eine OE-Edition werden. Also mit der werde ich auch dann privat zocken. Und ja, ich will den Leuten halt einfach mal so ein bisschen was zeigen, ne? Wie, was für Attachments hier, Engal, Lampendummy und so, was das ausmacht. Wie das den Look einer Waffe verändern kann. Ich find's geil. Also ey, schade, dass ihr das nicht fühlt, was ich gerade fühle, gell? Aber das ist einfach, das ist schon fast geiler als ein Orgasmus, gell? Fast. Ja. Und zwar, wir haben uns ein Zelt gekauft, vielmehr ein Pavillon. Wasserdicht, da kann Sturm kommen, wir haben Gewichte für die Füße und hier werden wir einen Verkaufsstand machen, wir werden aber auch hier drinnen pennen. Wir haben hier noch so Verkaufstische mit dazu gekauft, also die passen genau zwischen die Stühle. Also eine Campingbank dazu gekauft, super kleines Packmaß, also super, super schmal. Und dann wenn wir hier sitzen in den Pausen oder abends dann, ne, wir haben dann hier ich mach mir gerade meine Zahnfleisch. Kommst du auch mit, wenn ich kacken gehe? Ja. Ja. Jetzt geht's los. Habt ihr Bock? Wir haben Bock. Wir sehen uns. Wo befinden wir uns denn gerade? Wir befinden uns auf einem Parkplatz. Mach kurz Pipi-Pause, rauchen eine und dann geht's weiter. Ja, was essen, ne? Essen! Ich hab so Hunger. Eine Stunde später. Zwei Stunden später. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich doch rasiert. Nicht für uns. Hi, servus. Freut mich. Hi. Geil. Ja, hallo. Hi. 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 Simon. Du Film. Das ist geil. Ja, schön. Was ist dein erster Eindruck? Ja, krass. Sehr gastfreundlich auf jeden Fall. Finde ich gut. Und ich bin immer noch ein bisschen... Schon krass, wie groß das ist. Hätte ich nicht erwartet, dass das hier so ein Ding ist. Man kennt es ja eigentlich aus dem Airsoft, ne? Man kommt an und dann ist da nichts. Aber hier ist schon echt krass Infrastruktur. Also wenn man hier, wurde uns jetzt gesagt, sind Restaurants und Duschen, Toiletten. Die gehen wir uns jetzt mal angucken. Digga. Hier verfolgst du mich mal, ja, sicher, ich jetzt. Bin deine persönliche Drohne. So, erstmal
Päuschen, oder? Ja, ich glaube, genug geschafft für heute. Genug für heute. Wir gucken uns jetzt mit dem Stefan, da läuft er. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, gucken uns das Spielfeld an, also zumindest gewisse Teile davon. Wir machen also Sightseeing. Reifen da vorne geht es einmal nach links und einmal schräg in den Wald rein. Findet sich die Bildvergrenzung.